Hey meine Lieben, es gibt wirklich nichts Besseres in diesen Sommertagen und heiß, einen leckeren, frischen Gartensalat zu machen. Hier habe ich Mangold, verschiedene Sorten, also farblich meine ich, rot, weiß, orange. Dann habe ich braun, roten Lollo Rosso. Dann habe ich Eisbergsalat, den habe ich zum Teil schon rausgepflückt. Hier sieht man noch ein bisschen. Eine schöne fette Rundung hat er. Dann habe ich Pflücksalat. Dann habe ich Blattsalat. Ja, alles was so jetzt in meine Hochbeeten noch drin ist, drüben wo meine Paprika ist, da werde ich auch noch was rausholen. Denn in meinem Steinhochbeet ist auch noch ein bisschen Salat drin. Das nehme ich auch noch ein bisschen. Ansonsten alles was so hergibt, werde ich in den Salat reinmachen. Zwiebeln, Paprika und Gurke, alles so was sich in meinen Garten anfindet. Aber bevor ich den Salat pflücken tue, möchte ich erstmal meine Schüssel vorbereiten. Ich habe hier schon meine Schüssel hingestellt, sauber gemacht. Die ist beschichtet mit Amalia, pures Eisen. Und ich möchte die Schüssel gerne für die ferne Zukunft öfters benutzen. Also werde ich die Schüssel mit Löcher versehen, große, so dass man mit diesen Henkel Wasser rein und immer durchsieben kann. Eine gute Idee. Ich benutze jetzt einen ganz normalen Metallbohrer und einen Senkbohrer. Löcher rein, so dass ich einen schönen, tollen Sieb hier draus kriege. So, nur noch fix sauber machen und dann kann der Salat rein und dann kann man schön durchsieben. Ich finde es genial. Ist nicht weggeschmissen, kann man gut verwenden. Funktioniert super. So, wie ihr hier schon seht beim Lollo Rosso, reiße ich meine Wurzeln nicht raus. Er soll komplett nochmal neu austreiben. So, keine Wurzel, gar nichts. Das ist auch Lollo Rosso, weißer,
oder grün. Und das gleiche wie drüben reiße ich auch hier nicht die Wurzel raus. Das ist der Stamm. Ich hoffe, man kann den gut erkennen. Und ich nehme ihn jetzt komplett einmal so weg. Das genügt schon von denen. Hier ist italienischer Blattsalat. Das ist der amerikanische Lollo Rosso oder brauner. So, ich denke mal, das genügt. Ja, und dann werde ich mich jetzt ranmachen an sauber machen. Das brauche ich jetzt kein zeigen. Das geht fix. Und dann sehen wir uns wieder bei der Zubereitung. Ach, halt, stopp. Wir brauchen ja noch Zutaten. Da nehme ich euch auch gleich mit. Wir brauchen ja noch Zwiebel, Paprika und Gurken. Mal gucken, was an meine Gemüsepflanzen so schönes noch dran ist. Also, eine Einlegegurke, schaut euch das mal an. Das ist eine Einlegegurke als Salatgurke. Also, das ist eine Salatgurke. So, ich denke mal, das war alles. Dann gehen wir noch rüber schnell. Hier habe ich wieder eine. Eine schöne Einlegegurke. Ich denke mal, das ist eine schöne Ausbeute. Und das ist eine Salatgurke. Hätte ein bisschen größer sein können, aber egal. Das ist auch eine Salatgurke, sieht aber echt lustig aus. Aber ist auch okay. Die Ausbeute ist okay. Jetzt holen wir noch zwei Zwiebeln. Oh, das nenne ich mal ordentlich. So, fix sauber machen und dann geht's los an Schnippeln. Aber bevor ich das jetzt sauber mache, möchte ich natürlich noch ein paar Kräuter mitnehmen. Also, ich werde noch am Salat Petersilie ran machen. Zack. Ein bisschen Schnittlauch. Das ist Pizzagewürz, Margarita. Oregano und ein bisschen Rosmarin. Das reicht. So, ich denke mal, von den Paprikas kann man sich die etwas kleineren hier nehmen. Das ist meine Spitzpaprika. Zack. So, dann gucken wir mal weiter. Guckt euch das mal an. Oh, klasse. So, nun werde ich jetzt meine Petersilie, Schnittlauch und mein Pizza Margarita, Rosmarin und mein Oregano. Ich werde die Kräuter jetzt ein bisschen halbieren und ich werde es in eine Bratpfanne machen. Nebenbei habe ich schon Nudelwasser aufgesetzt und Nudeln reingekippt. So, dann werde ich jetzt den Salat, zum Beispiel den Salat werde ich jetzt von Strung entfernen, wie den Mangold hier. Da ist ein ganz doller Strung dran. Das muss man jetzt nicht alles mitessen. Das werde ich jetzt fix schnell machen. Beim Mangold finde ich, dass man
den ich rupfen brauche. Da braucht ihr nur so anfassen und langziehen. So habt ihr den Strung. Easy go. Und tolle Maserung hat der. So, und den Salat werde ich jetzt grob mit der Hände durchreißen, dass er nicht zu groß ist. Einfach nur grob in der Hand nehmen und ein bisschen zerkleinern mit der Hände. So, das stelle ich jetzt zur Seite. Dann werde ich mir mal meine Gürkchen, die ich fix abgewaschen habe, die werde ich jetzt einmal hinten wegschneiden, vorne wegschneiden, einmal halbieren, nochmal halbieren und großzügig werde ich es aufschneiden. Den Rest kriegen meine Schweinchen und das werde ich einfach hier so verteilen. Easy gone. Das werde ich fix alles schnell machen. Das Coole ist, an meine Spitzpaprika, die braucht man nur aufschneiden, so wie ich es gemacht habe. Aufklappen. Et voilà. Und dann nimmt man das Teil. So. Und fertig. Und schon hat man den ganzen Innenleben raus. So, ich habe von meiner Zwiebel, also von meinen roten, oben den Lauch abgetrennt, unten die Wurzel, einmal geputzt. Bei der weißen Zwiebel genau das gleiche. Halbieren und Streifen schneiden. Und das kommt bei meinen Gewürzen rein. So, und das ist hier mein Lauch. Der soll natürlich nicht weggeschmissen werden. Viel zu schade. Also, das kommt natürlich weg. Das Ende kommt weg. Und das Restliche werde ich benutzen. So. Das, was ich jetzt hier drin habe, das werde ich jetzt vorsichtig anbraten und ein bisschen anschwitzen mit Butter oder eher gesagt mit Kräuterbutter, ganz gewöhnlicher. So, ich werde jetzt nebenbei das anschwitzen. Ich habe schon meine Nudeln abgekippt. Für diesen großen Bottich hier habe ich 2 Tüten Nudeln gekocht. Das sind ganz normale Cherry-Tomaten. Cherry-Tomaten sind am besten, finde ich, für das. Wenn ich jetzt hier irgendwas vergessen habe zu sagen, ich werde das definitiv alles haarklein unten in die Videobeschreibung reinschreiben, dass ihr das denn 1:2 oder 1:1 nachkochen könnt. Ja, also selbstgemachten Salat aus dem Garten schmeckt immer am besten. Nicht, dass ihr wundert, dass nachher der Salat rote Paprika drin ist. Das ist eine rote Spitzpaprika. Wenn ihr Paprikasorten ranhaut, was ihr möchtet, könnt ihr gerne tun. Ich habe jetzt nur geringe Menge gehabt, meine lilane. Und ein bisschen weiße Spitzpaprika. Das war für diese Menge ist es ein bisschen wenig. Das ist die Spitzpaprika. Ja, ich werde das fix zu Ende machen. Nebenbei werde ich hier umrühren.
dass das dann alles zusammen schön in eine Schale kommt. Und wenn das angeschwitzt ist, kommt zwei kleine Packungen Speck rein, zeige ich noch. So, nun werde ich jetzt meine letzte Packung Speck reinmachen. Ich habe hier schon mal meinen Salat nach oben geholt. Hier werde ich jetzt gleich einen Schluck Wasser reinhauen. Und dann kommen Gewürze rein. Nochmal. Salz. Also drei Stück kommen nur rein. Einmal Salz. Dann habe ich mein Brühe. Und Maggi-Gewürz. Ganz normale Brühe. Das ist Rinderbrühe. Und mehr kommt hier nicht rein. Die Hauptgewürze sind in eine Pfanne. Und dann zum Schluss kommen die Nudeln. Einmal durchmengen, et voilà, abschmecken und nochmal nachwürzen, gegebenenfalls. Und dann kann losgespachtelt werden. Lecker. So, jetzt werde ich Salz reingeben. Beim Salz müsst ihr aber aufpassen, wie viel ihr reinmacht. Macht das bitte mit Gefühl. Und beim Maggi macht ihr das bitte auch mit Gefühl. Ansonsten nochmal abschmecken, nochmal abschmecken, nochmal abschmecken. Da lebt ihr besser mit drin, falls ihr das total überwürzt. Also wenn ihr das riechen könntet, hier ist nichts außer nur Kräuterbutter dran. Da ist meine Zwiebel, Lauch, Oregano, Petersilie, Schnittlauch, Rosmarin, Pizzagewürz, Margarita. So, und das kommt jetzt hier auch rein. So, ich habe jetzt hier einen Schluck Wasser wieder reingemacht, dass man die ganzen Gewürze auch und ganze Fette, weil Fett ist ein Geschmacksträger, nicht vergessen. Den rühre ich jetzt vorsichtig einmal um und dann kommen die Nudeln rein. Das ist jetzt fertig, das lasse ich jetzt ca. 5 oder 10 Minuten ziehen und dann kann gespachtelt werden. Also der sieht sowas von lecker aus und dazu esse ich dann eine Hälfte Toaststulle, ein bisschen mit Kräuterbutter und dann geht's los. Wahnsinn, also keine Dressing aus Milchprodukte oder sonst was. Ich habe lediglich nur Wasser genommen und die Salate, Gurke, Paprika, Tomate geben ja ihr eigenes Wasser ab. Genial. Für so eine Temperaturen einfach nur toll. Wenn ihr es nachmachen möchtet, schreibe ich das unten in der Videobeschreibung. Alles haarklein rein. Ich verabschiede mich jetzt von euch. Ich lasse es jetzt schmecken. Auf Wiedersehen, eure Selbstversorger Sandro.